Na, Süße, bist du gekommen, um dich von der lieblichen Layla verwöhnen zu lassen? Nein, vielleicht ja ein anderes Mal. Das siehst du vielleicht anders, aber für mich bist du eine Marionette des Establishments. Was sagst du denn dazu? Wirklich? Herrje, typisch männliche Ignoranz. Keine Zeit, keine Zeit. Ich schreibe gerade eine Geschichte über einen Arzt, der sich nicht nur um seine Patienten kümmert, sondern auch gut kochen kann. Ich weiß, hört sich ein bisschen langweilig an, aber Sex und Gewalt verkauft sich heute einfach nicht mehr. Davon haben wir hier im Dorf mehr als genug. Und meine einzigen Leser sind ein paar alte Weiber, also schreibe ich, was denen gefällt. Ich kann dir gern eins meiner Bücher signieren. Wenn ich diese beiden Youngster tanzen sehe, tränen mir die Augen. Vielleicht sollte Benito endlich einsehen, dass die Jugend von heute keinen Sinn mehr für sowas hat. Es ist mir eh schleierhaft, wozu man heutzutage Tanzstunden braucht. Wem sagst du das? Hast du meinen Tanzlehrer Benito verstanden? Kam jetzt erst die 1 oder die 2? 1, 2, autsch, mein C! Hast du vielleicht Lust, mich abzulösen? Meine Füße halten das nicht länger aus, wie meine grazile Tanzpartnerin auf mir rumtrampelt. 1, 2, 3 und drin. Hey, yeah. Die beiden schaffen das nie. Thomas, etwas mehr Gefühl bitte. Nicole ist deine Tanzpartnerin und kein Wasserdetektor. Wenn man sich auf Kollege Pedro verlässt, ist man verlassen. Wer weiß, wen der als Karawanenführer angeheuert hat. Auf jeden Fall taucht der Kerl erst gar nicht auf. Bei unserem Glück taucht der Karawanenmeister gar nicht erst auf. Wahrscheinlich hat er sich mit dem Wasser, das er als Anzahlung bekommen hat, einen schönen Abend gemacht. Greif zu, heute alles besonders günstig. Rattenfüße, so preiswert wie noch nie. Hier gibt's frischen Sandkuchen. Rattenfüße, so preiswert wie noch nie. Ich sitze hier den ganzen Tag am Feuer und tue so gut wie gar nichts. Glaubt mir. Weißt du, wie man eine Ratte am besten zubereitet? Erstmal muss der Schwanz ab. Bei mir findest du nur die feinsten Waren. Was hast du anzubieten?
Willkommen, mein Freund. Zeig mir, was du tauschen willst. Okay, fairer Deal für beide, würde ich sagen. Hast du noch mehr anzubieten? Dann zeig her. Dorothy liest mir am Nachmittag immer aus ihren Büchern vor. Mama findet das gut, dann bin ich ihr nicht im Weg. Nachmittags kommen nämlich immer die Männer zu Besuch. Diese warmen Nachmittagsstunden, das ist die richtige Zeit für einen guten Roman. Sag, magst du Proust? Wenn ich nochmal wählen könnte, ich würde bestimmt nicht wieder Schriftsteller werden. Alles, was die Leute lesen wollen, ist... Es fing an zu regnen und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Todlangweilig. Wem sagst du das? Ein alter Anhänger, nichts Besonderes. Ich denke, dort vorne müsste eine Wasserquelle liegen. Das sollte ich mir vielleicht mal ansehen. Scheint der Eingang zu einem Bergwerk zu sein. Tom ist schon wieder zu dieser miesen kleinen Schlampe gegangen. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn! Wenn er heimkommt, stelle ich ihn zur Rede. Ich hätte auf meine Mutter hören sollen. Finger weg von Tom, hat sie gesagt. Aber ich, junges, dummes Ding, hielt es für Liebe. Ein Haufen Kies. Keine Ahnung, wozu der hier aufgeschüttet ist. Scheint der Eingang zu einem Bergwerk zu sein. Hier hat irgendjemand einen Kieshaufen aufgeschüttet. Eine Aschetonne, mehr nicht. Das sind dicke alte Planken. Ein Stück Maschendrahtzaun. Das Fass sieht leer aus. Das Fass sieht leer aus. Ein Flutlicht, wo man wohl genügend Strom herbekommt, um das Ding zu betreiben. Jede Menge Holzbalken. Sind schon etwas verrottet. Das sind Holzbalken. Nichts weiter zu entdecken. Ich würde dir gern was verkaufen, aber leider wurde mir alles geklaut. Vielleicht lasse ich mich hier nieder und werde Jäger. Mein Vater wäre stolz auf mich. Er hat sich das immer gewünscht. Wir warten hier auf unseren neuen Karawanenführer, aber der Typ lässt sich nicht blicken.
Eigentlich haben wir ihm genug Wasser als Anzahlung gegeben. Da könnte er wenigstens pünktlich sein.